Hi, und auch heute lege ich für dich die Karten an dem heutigen Vollmondtag, Vollmond im Zwillingen. Was sollst du wirklich in der Liebe wissen? Wow. Was sollst du wissen? Oh, es ist noch so ein bisschen Unentschlossenheit da. Also wie du siehst, ich habe jetzt schon einen ganzen Stapel Mondkarten dabei. Den ziehen wir zum Schluss, ja? So, also wir haben jetzt einen Vollmond im Zwillingen und Zwilling hat ja auch immer zwei Seiten, wie du das auch siehst. Ich glaube Zwillinge, ja. Also auf jeden Fall, wir schauen jetzt einfach, was die Karten für dich raten. Und ich freue mich schon auf heute Abend auf den Ritual, denn dieser Vollmond ist ja jetzt so der letzte Vollmond des Jahres. Und dann sei dabei. Also. Es geht um die Motivationslosigkeit, Unentschlossenheit von deinem Seelenpartner vielleicht. Und wie kannst du, ja, guck mal hier. Also der ist noch recht unentschlossen da. Also muss man noch so ein bisschen Schub geben, ob das jetzt auch wirklich so wahr ist. Wir schauen jetzt mal hinein. Und ich lege jetzt für dich die Karten aus. Und das sind die Tarotkarten aus dem Gea Verlag. Also wie ihr seht, also ich habe verschiedene Karten. Aber das ist hier jetzt, momentan mag ich die besonders sehr. Ich habe so immer meine Phase, ich wechsle sie auch immer wieder mal. Ja, und die mag ich jetzt momentan sehr. Also die sind jetzt also des Öfteren hier bei mir im Gebrauch, weil die so schön wirklich bunt sind. So, wir schauen hinein, was die Karten also wirklich sagen. Was ist jetzt auch wirklich hier? Was sie zu dir will, welche Nachricht dich erreichen will. Ja, aha. Aha. So, aha. So, und dann noch eine Reihe haben wir hier. Also das sind so Gedanken, Gefühle, so der Ist-Zustand, die Wünsche und Befürchtungen. Ne, die Wünsche und Befürchtungen. Aha. Ja, die Befürchtungen sind genauso. Die spielen, klar, spielen die eine Rolle. Jo. Jo. Und der Tenor der Geschichte ist hier. Schau mal, du bist hier als Stabkönigin. Also das heißt, du bist schon einflussreich. Also du bist hier jemand, der hier wirklich den Stab in der Hand hat, ja? So, was nehme ich jetzt hier noch generell wahr? Also das ist definitiv eine Dreierverbindung. Also da ist einer zu viel von drei. So, denn also ein Liebespaar ist immer zwei und es geht es wirklich darum, dass entweder dass du bestimmte Situationen verlassen solltest, ja, und sich in der Unbekannte begeben solltest, oder er wäre das der Fall. Und hier dieser Vollmond spiegelt das. Also unglaublich schön. Also auch wenn es ihm gut geht, er wird in der neue Richtung gehen. Denn bis jetzt hat er sich vielleicht auch gefangen gefühlt und er war auch handlungsunfähig. Er konnte da auch nicht handeln. Im Grunde denkt er darüber nach, also dich willkommen zu heißen. Also das heißt, auch wenn er jetzt hier noch so motivationslos ist, sage ich jetzt mal hier, der weiß auch gar nicht wie und was. Aber also im Grunde steht ja hier die Welt. Also der überlässt das auch so ein bisschen ja dem Universum oder dem Welt, wie das auch jetzt weiter mit euch zwei vorangeht. Also er möchte dir schon dieses Gefühl, diese gefühlte Kelch auch reichen, denn ich sehe hier auf der Kopfebene, sieht dich als Königin der Kelche, volle Gefühl und also langfristig weiß er, dass das hier Potenzial hat. Du hast also wirklich sein Leben also komplett aufgewühlt und er ist jetzt hier am Abwägen, was er tun soll. Denn du bist die Hohepriesterin für ihn, also total eine spirituelle Wesen und also auf der Kopfebene zeigt sich hier die Geduldkarte. Also er will noch so ein bisschen Geduld üben und er möchte ihn so in seine weibliche Gelassenheit, in diese Herrscherinnenenergie sein. Auf der Herzebene hofft er auf der Schicksalswende
und beleuchtet jetzt alles so bei sich und schaut seine Finanzen an, weil ich habe das Gefühl, dass er auch finanziell momentan bei ihm oder er hat Angst, dass er total am Boden zerstört ist. Und was ich jetzt hier sehe, also auf jeden Fall dieses Glück und Erfolg, wünschte sich vom Herzen heraus und würde sich das am liebsten auch manifestieren. Und dann würde ihm auch die ganze Welt zu Füßen liegen, das weiß der. Aber er will keinen Konflikt. Er will aus dieser Situation, wo er sich jetzt momentan befindet, weiß auch nicht, wie der da rauskommt. Was sehe ich denn? Wie geht es weiter? Also, er muss für sich selber eingestehen. Er muss erstmal das Geben und Nehmen in Gleichgewicht bringen. So, wie geht es denn weiter? Der ist noch in der Abhängigkeit und da sollte sich volle Kraft befreien, auch wenn das mit den kleinen Schritten auf dich zukommen. Und natürlich ist das auch eine Konkurrenzkampf erstmal da. Also vielleicht seid ihr wirklich irgendwie zu dritt. Und es geht auch darum, dass er dann leidenschaftlich auf dich zukommen kann. Was sehe ich denn hier? Seine Befürchtungen, dass er dich verloren hat. Das ist eine absolute Mangelkarte, dass er dich als Liebende verloren hat. Ja? Dass er sich hier zurückgezogen hat, das ist die Befürchtung, dass er jetzt tatenlos zusehen muss. Und auf jeden Fall wird er mit dieser Seite konfrontiert an dem Vollmond. Und ich sehe hier, dass er in den Kelch schaut. Im Kelch ist wirklich hier eine Fisch da drin. Also, dass er dir das nicht geben kann, was du verdienst. Also, er hat viele Ideen und weiß auch gar nicht, wie und was. Das sind so seine Befürchtungen. Der hat den Herz verschlossen. Und also auf jeden Fall hat er hier eine Verletzung und er möchte, dass hier etwas in Bewegung kommt mit euch zwei. So, wir schauen jetzt mal wirklich hier die Karten an. Was sagen die denn für dieses Vollmond? Also, die Karten sagen denn, die Triskele kommt das, also Körper, Geist und Seele, alles, was nach außen fließt, geht immer wieder zu dem Anfang zurück. Also, dass man auch wirklich Körper, Geist und Seele auch betrachten soll, was man auch füreinander fühlt, was man empfindet, das ist also ganz, ganz wichtig dabei. So, wir schauen jetzt auch hier natürlich, was die Karten nochmal sagen. Lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Also, dass er, auch wenn er jetzt in der Vergangenheit irgendwie was falsch gelaufen ist, dass er das dann auch halt einfach loslässt. Denn das ist schon lange vergangen, er soll mehr im Hier und Jetzt sein. Und wir fragen auch wirklich, ja, wir fragen auch wirklich, was jetzt hier gesagt wird. Also der Rückzug nach innen, Meditation, Natur und Rückzug nach innen eröffnet neue Schritte. Also aus diesem Rückzug kann er auf dich zukommen und also sich für dich öffnen auf jeden Fall. Und was sehe ich denn noch hier? Also auf jeden Fall, was sehe ich denn noch hier? Was sagen denn noch die Karten? Noch eine bitte. Aha, also es geht wirklich darum, dass dieser Wechsel und Wandel, diese Geborgenheit, die Gefühle auch fühlen darf, dass er das auch wirklich zulassen darf. Also natürlich wechseln auch die Gefühle. Was du vor 10 Jahren gefühlt hast, vielleicht fühlst du heute gar nicht mehr so. Und das ist auch bei ihm auch vielleicht der Fall. Und er hat vielleicht auch gemerkt, dass er dich nicht loslassen kann. Was raten die Karten denn nochmal? Was rät die geistige Welt nochmal? Lass uns nochmal schauen. Ja, lass uns nochmal schauen. So. Also, die geistige Welt sagt immer so, achte auf deine Wahrnehmung und geh in der Vergebung, auch für dich selbst vielleicht. Und dann kannst du auch deine Grenzen überwinden und du kannst auch wieder zu deiner inneren Familie zurückfinden. Es geht auch ein Stück weit darum, du musst bestimmte alte Dinge loslassen. Oh, es sind auch viele Karten gefallen. Und den Neubeginn wagen. Achte auf deine Emotionen, komme in Balance und es zeigt sich auch die Freude und die Leichtigkeit und das Vertrauen kommt auch noch mal
Also das Vertrauen spielt hier definitiv eine Rolle. Und was sehe ich denn hier? Das macht dich auch innerlich frei. Das sagen Ihnen die Karten. Und wir ziehen jetzt eine für den weiblichen, eine für den männlichen Aspekt. Also, für den weiblichen sind vier Karten gekommen, unglaublich. Und für den männlichen, aha, also es geht für den weiblichen darum, dass wir Frauen, du hast dieses Leben geträumt und träumst unentwegt in der Welt, die wie eine Illusion zu scheinen sein, beginnt sich etwas in dir zu erinnern. Du wachst auf, erkennst du die großen Zusammenhänge und blickst hinter den Schleier. Es ist augenblicklich an der Zeit, ein großes Erwachen, ja, dass man das sieht. Und die Mondanziehung, also da ist, du fühlst das, also die Anziehungskraft in dir. Alles Leben unterliegt dieser Anziehung und es ist jetzt an der Zeit, dir diese Kraft bewusst zu werden. Also sei bei dem Ritual dabei. Und der Ruf, werde still und verbinde dich mit dir selbst, was einfach so klingen mag, ist wohl der herausfordernden Übungen. Zugleich steckt in ihr ein wahres Geschenk, das dich in Form von magischen Rufs erreichen wird. Höre genau hin. Und die Meerjungfrau. Die Meerjungfrau sagt dir, spüre dich, ich werde dir deiner selbst ganz bewusst. Du wirst in eine Traumwelt von der Meerjungfrau Frau begleitet und beschützt, damit du die Stromschellen deine düsteren Vorahnungen mühelos meistern kannst. Also du brauchst keine Angst haben. Für ihn, zieh ihm an. Also für ihn geht es Mondsichel. Dies ist der Hinweis, deine sensitive sowie intuitive Zugänge zu nutzen. Die dir von Gott gegebene Kräfte möchten sich nur zum Wohle der kollektiven Bewusstsein entfalten. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like. Ich freue mich auch, wenn du bei dem Ritual dabei bist. Ich sage danke und bis bald.